Antworten-Time! Michael! Ja, endlich mal wieder ein bisschen Zeit für euch. In diesen Fragworten gibt es allgemeine Infos. Dann beantworte ich natürlich wieder eure Fragen von dem letzten Video und ich stelle auch wieder Fragen. Wir machen die allererste Abstimmung und ich zeige ein Video, was letztes Mal von euch gewünscht wurde. Fangen wir an. Erstmal vielen lieben Dank an die Mutter von Max. Sie macht richtig gute, leckere Kekse. Oh, die sind so geil. Und wisst ihr, was noch so geil ist? Endlich wieder Frühling! Geil, oder? Ich liebe es. Wetter toll, alles toll. Und man spricht nicht mit vollem Mund. Ja, die erste Staffel von Hairspray ist vorbei und ich möchte mich nochmal bei euch bedanken, dass so viele da waren. Es war so toll, euch mal persönlich kennenzulernen. Und der neue Volkssport Gnieche-Knuddeln ist eigentlich auch ganz cool. Ich freue mich wirklich sehr, sehr doll darüber, dass so viele dabei waren. Und wenn sie nicht körperlich dabei waren, dann wenigstens hier auf YouTube irgendwie im Geiste. Total toll. Denn ebenso freue ich mich darüber, dass euch meine kleine YouTube-Hairspray-Serie so gefallen hat. Und ganz liebe Grüße nochmal an die Stuttgarter, die auf dem Heimweg einen Autounfall hatten. Ich habe die Fotos gesehen und ich war sehr, sehr schockiert und freue mich umso mehr darüber, dass das alles ein Happy End hatte und ihr heile davon gekommen seid. Toll. Witzig war auch, als ich von der Bühne runterkam und nur ein 1, 2, 3 hörte und plötzlich überall Leute um mich rum und ich rief nur noch, ist hier zufällig eine Tori dabei und hörte ganz unten irgendwo, ja, hier. Ach ja. Aber nun ist diese Staffel erstmal vorbei und es gibt ganz viele neue Projekte. Wie ihr ja mittlerweile alle wisst, führen wir das Stück nochmal im Oktober auf und wir halten euch mit einer zweiten Staffel, also mit Teil 9, auf dem Laufenden. So, kommen wir nun zu euren Antworten auf meine Frage. Ich hatte euch ja gefragt, wie möchtet ihr genannt werden? Abonnenten oder Gnieche-Gucker oder sowas, alles doof. Ich habe euch nach Vorschlägen gefragt. Und es kamen auch einige Antworten. Ich mache das so, wir machen die allererste Abstimmung hier. Die allerersten Kommentare sind so ein paar, die ich mir da rausgepickt habe. Und ihr könnt das liken. Und das, was am meisten Likes hat, das nehmen wir dann eventuell. Eventuell, weil es könnten ja immer noch bessere Vorschläge kommen, ne? Aber das könnt ihr auch liken. Wenn euch keiner dieser Vorschläge gefällt, dann liked doch einfach da unten. Mir gefällt keiner dieser Vorschläge so richtig. Ich warte auf bessere. Nun aber zu euren Fragen. Ich muss dazu sagen, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, wenn ich zu private Fragen nicht in der Öffentlichkeit breitreten werde. Ich werde einfach nicht darauf antworten. Bitte nicht böse sein. Ich denke, das kann man verstehen. Fragen von Rockabilly for Life. Wie kamst du zum Musical? Ich denke mal, du meinst Hairspray. Das ist so, dass ich schon 10 Jahre in der Musical Company bin und, ja, und einfach immer wieder gerne mitmache. Was genau machst du beruflich? Ja, also ich habe tatsächlich mal 2 Jahre lang von der Bühne gelebt, aber ich rate es eigentlich jedem, der so einen Traum hat, einen festen Job sich noch zuzulegen. Ich bin sehr, sehr zufrieden, dass ich einen festen Job habe bis zu meiner Rente, sicheres Einkommen und kann mir somit die Miete sichern und ich kann nebenbei trotzdem immer noch viel Schauspielern, Show machen und alles Mögliche. Aber um die Frage zu beantworten, meine Miete sichere ich mir durch den Einzelhandel. Was macht dir mehr Spaß, singen oder Schauspielern? Also ich glaube, da sollte man lieber fragen, was macht den Leuten mehr Spaß, mich Schauspielern zu sehen oder mich singen zu hören? Also ich mache beides unglaublich gerne, aber ich bin eher der Schauspieler als der Sänger. Und ich spiele unglaublich gerne auch mal reine Theaterstücke. Habe ich allerdings lange schon nicht mehr gemacht jetzt. Ach ja, von dir kam auch der Wunsch, das Video mit der Hundeattacke zu sehen. Zeige ich ganz am Schluss, okay? So, Famuses oder Famuses oder wie auch immer. Seit wann schauspielerst du eigentlich? Also ich habe tatsächlich letztes Jahr, 2012, mein 20-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert. Was hast du für sonstige Hobbys? Also wie gesagt, habe ich einen festen Job und ja, mache sehr, sehr viel künstlerische Sachen. Da bleibt für ein Resthobby gar nicht mehr Zeit. Also ich war mal richtig Leistungsschwimmer und überlege gerade damit wieder anzufangen, damit der Bauch wieder weggeht. Wie war deine Schulzeit? Toll! Mal was anderes. Ja, meine Schulzeit, wie beantwortet man so eine Frage? Wie war meine Schulzeit? Wie war denn deine? Also, ich denke mal, cool. Welche Schulart hast du besucht? Also, das ist zwar schon sehr privat, aber ich will das mal erzählen, damit ich vielleicht auch anderen Leuten Mut machen kann. Es gab damals bei uns, wir waren, glaube ich, das letzte Bundesland, was noch eine Orientierungsstufe hatte, also OS nennt sich das. Das geht nach der Grundschule, da ist man 2 Jahre dann drauf
Und in diesen 2 Jahren entscheidet es sich dann, ob man auf die Hauptschule, Realschule oder Gymnasium kommt. Nach der Grundschule war ich total toll. Die Lehrer haben gesagt, der kommt bestimmt auf ein Gymnasium und so. Aber die OS hat mich tierisch versaut. Da waren halt ziemlich viele Rabauken und das hat mir Spaß gemacht und ja, dann kam ich auf die Hauptschule. Aber auf der Hauptschule habe ich mich ein bisschen unterfordert gefühlt und habe auch sehr, sehr gut abgeschlossen. Habe daraufhin 2 Jahre mit Berufsfachschule Wirtschaft meinen erweiterten Realschulabschluss nachgeholt, um danach dann noch 3 Jahre das Wirtschaftsgymnasium zu besuchen. Ja, ich arbeite mich gerne von unten nach oben hoch. So, Mr. Fledermaus 44, wie bist du auf den Namen der Goldene Gnichel gekommen? Das ist eine ganz unspektakuläre Geschichte und überhaupt nicht spannend eigentlich. So viel dazu, wenn du sie wirklich hören willst, schreib mir das im Kommentar, dann werde ich es im nächsten Fragworten beantworten, okay? Es ist wirklich nicht spannend. Könntest du uns mal deine Wohnung, Haus, Apartment zeigen? Ja, vielleicht mal. Wenn ihr aber die ganzen Sketche euch anguckt, dann seht ihr eigentlich jeden... Ja, ich habe jeden Raum in den Sketchen einmal. Könnt ihr euch mal angucken. LP Papa Joe schrieb, kommt deine Goldene Gnichel Show noch? Ja, sie läuft noch, also in Wiederholung momentan. Ich mache gerade ein Jahr Pause. Auf den Gnichel Show Kanal könnt ihr aber alle Folgen auch nochmal sehen. Und ganz interessant für euch ist vielleicht auch die Folge, in der Lord Abaddon in die Show integriert wurde. Ist sehr witzig. Ich werde am Schluss des Videos mal dahin verlinken, okay? AW1964 schrieb, hallo Gnichel, ich mag deine Socken. Ich weiß zwar nicht, welche ich anhatte, aber ich habe eigentlich nur so simple. Gut, dann schrieb sie noch andere nette Sachen. Ich liebe nette Sachen. So, das erstmal zu euren Fragen. Die Frage, die ich diesmal hätte, wäre, ich überlege gerade, nachdem ich Edna gespielt habe, ob ich meinen Bart wieder wachsen lasse, so wie ich ihn hatte. Was findet ihr? Was meint ihr? So eher so 3-Tage-Bart, ganz ab oder meinen Bart, den ich vorher hatte? Interessiert mich mal. Wie cool, dass man so nette Abonnenten hat, die man bei so einer schwierigen Frage mal um Rat bitten kann. So, zum Schluss noch 2 Sachen. Erstens, ich habe so einen Gute-Laune-Song geschrieben, Gnichels Wichtel-Song. Und zudem möchte ich gerne ein Video drehen. Gebt doch bitte mal bei Facebook oben Gnichels Wichtel ein. Da erscheint dann die Gruppe, die könnt ihr betreten. Ich hole euch dann alle rein, wenn ihr da rein wollt. Denn ich brauche noch Leute, die mitmachen. Das Ganze soll einfach nur ein Spaß sein und gute Laune machen. Das ist nichts Hochtrabendes und so. Der Text ist auch nur la la la. Ich werde dann kurz vor Drehbeginn den Song auch mal in die Gruppe posten, damit ihr den alle schon mal gehört habt. So, ne? So, kommen wir nun zu dem versprochenen Film. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir haben vor ein paar Jahren das Musical Waschsalon gespielt. Und ich habe einen Menschen gespielt, der in einem Hasenkostüm arbeiten muss, Flyer verteilen muss und so, der dann aber von einem Hund angefallen wird und total dreckig in den Waschsalon kommt und sein Puschelschwanz ist auch zerfetzt. Darüber singe ich dann auch in einem Song. Jetzt ist es aber so, wir brauchten ja dafür ein heiles Kostüm und ein kaputtes, dreckiges Kostüm. Wie machen wir das? Wir haben 2 Kostüme genommen und das eine musste ich dreckig machen. Und als ich das dreckig gemacht habe, ist tatsächlich ein Hund angekommen. Ich will nicht sagen angefallen, aber ich fand es so witzig, dass dann wirklich ein Hund kam. Davon habe ich in meinem letzten Fragworten erzählt. Der Wunsch kam auf, zeig mir doch mal dieses Video. Okay, hier ist das Video von damals. Wir haben heute Mittwoch, den Tag der Generalprobe. Und vorher... Waschsalon! Waschsalon! Ja. Oh, nimm mal diese effigen Fenster. Genau. Nochmal, neu, komm. Und, so, und nochmal, wir, nochmal von vorne. Ach, Quatsch. Und wir werden jetzt... wir müssen auch das Hasenkostüm dreckig machen, das zweite. Damit so aussieht, als wenn das eine dreckig gemacht worden ist und danach wieder gewaschen. Das heißt, ich darf mich jetzt in den Dreck suhlen. Wo denn am besten eigentlich? Da im Dreck, da vorne. Wo ist denn hier Dreck? Nee, da doch nicht. Wo ist denn hier Dreck? Wir suchen mal den Dreck. Was mögen gerade die Hotelgäste eigentlich denken? Oh, ein Hase. 3, 2, 1 und? Bestimmt hart, ne? Nein, ist nicht hart. Das ist so eine Sportart, ne? Ja. Ja. Mach das Bunny Daddy, ey. Ja. Da muss man jetzt so eine Death Metal Musik runtermischen. Ja, du freust dich, ne? Ja, ja, endlich mal jemand zum Spielen da. Der Kopf kann noch ein bisschen vorne fallen. Sag mal. Vorne, wie vorne. Das mach mal vorne Dreck, jetzt sieht man das ganze Gesicht. Toll, jetzt ist der ganze Dreck schmutzig. Den Engel machen. Komm, hoppel rein wieder. Ich hab mir in die Hose gemacht. Siehst aus, als ob du wirklich dich gerade einmal eingenässt hättest. Gerade von hinten. Und dein Puschelschwanz hat Blätter. Andere haben Magenschmerzen, andere am Rücken, ich hab Blätter. Total. Nein, jetzt hat Olli das andere dreckig gemacht, da drüben. Was? Hat er? Das wär's. So, wir beide so. Nee, du hast auch eins dreckig gemacht, ich auch. Scheiße, was machen wir jetzt? Ja, eins sauber machen. Dirty Bunny. Und dann präsentieren wir das jetzt mal der Bühne. Als ich mich da hingelegt habe in den Dreck,
kam ein Hund auf mich los. So, ich hoffe, dieses Fragwortenvideo hat euch gefallen. Wenn ja, dann macht doch hier unter diesem Video einen Daumen nach oben. Wenn dies wieder weitere Fragen für euch aufgeworfen hat, einfach hier drunter posten, dann werde ich das im nächsten Fragworten beantworten. So, ich beende diese Folge mal mit ein paar Links. Klickt hier, wenn ihr mich abonnieren wollt, falls ihr das noch nicht getan habt. Klickt hier, wenn ihr die goldene Knieche-Show-Folge sehen wollt, in der Lord Abaddon integriert worden ist. Hier klickt ihr nochmal, wenn ihr gar nichts verstanden habt, von wegen, was ist Hairspray und so. Da könnt ihr hier auf die Playlist nämlich kommen. Und hier in der Ecke könnt ihr gar nichts anklicken. Okay, ich freue mich auf eine Zukunft mit euch. Bis bald, Rock'n'Roll!